auf der Erde nach einem Vulkanausbruch aussieht, hat damit gar nichts zu tun, sondern das ist das Ergebnis von jahrzehntelanger Arbeit. Und zwar wohnt Patrice Jacopi in diesem Haus seit 1989 und hat das Atelier hier auf der Ostenallee 16. Und was genau ist das, Patrice? Ja, also du hast das so schön beschrieben, als wäre das Ergebnis. Das Ergebnis natürlich, es ist der Abfall davon. Aber das belegt natürlich, welche Tätigkeit hier stattgefunden hat. Und zwar, da sind tatsächlich fast 30 Jahre Farbschichte. Und wenn man die durchschneiden würde, würde man wahrscheinlich wie beim Geologie verschiedene Perioden entdecken. Darunter zum Beispiel viel mehr Blaufarbe in der Zeit, wo ich informell gearbeitet habe und mit sehr viel Blau und Weiß und etwas Rot. Heute bin ich ganz irgendwo anders. Ja. Ne? Und zwar, ich gehe zurück zu der Tradition, zu der schönen Kunst, zu der schönen Malerei. Mir interessiert die moderne Kunst und die Kunst der Gegenwart immer weniger, geschwiegen von Dokumenta und so weiter. Ja. Ich bin mehr ein Traditionalist geworden. Mir interessiert die schöne Kunst, die schöne Arbeit und ich liebe die Malerei an solch. Und ich glaube immer noch an die Malerei. Ich beschäftige mich die letzten Jahre zunehmend mit dem großen Meister, mit den großen Themen, die Mythologie, die Religion, die Philosophie. Zurzeit sehr viel die Mythologie, die Mysterium. Das hier, guck mal. Ja. Das ist das Bild Les Bergers d'Arcadie von 2011. Ach, spannend. Und jetzt wieder aufgegriffen. Und jetzt haben wir 2017 und ich mal eine andere Fassung von Arcadie. Hammer. Patrice, hat das Bild auch mit dieser mythologischen Reihe zu tun? Ja, da haben wir wieder mit der Mythologie zu tun. Und jetzt kann ich noch was Besseres erklären als vorher. Und zwar, selbstverständlich wäre das banal, ein mythologisches Thema wieder aufzugreifen und dann ein bisschen zu aktualisieren. Ja. Ne? Das wär belanglos. Also das Wichtige ist, ich nehme ein klassisches mythologisches Thema und ich verarbeite das und in meinen Klang mit dem Gegenwart, mit der Zeit geschehen. Fein. Und zwar, es handelt sich hier um Europa. Mhm. Ne? Europa wird nach der Mythologie entführt. Ja, genau. Von Zeus oder Jupiter, je nachdem, welche mythologische Sage. In dem Fall wird Europa entführt oder entführt Europa, also diese schöne, den Stier. Ja. Ne? Also man kann solche sehen, dass die doch irgendwie viel Vergnügen daran hat, verführt zu werden. Ja, genau. Oder nicht. Die strahlt ja richtig. Ne? So. Und das. Diese ganze Szenerie mit dem Hintergrund, ich deute ein bisschen Griechenland, ein bisschen Athen. Es ist feuerrot. Ja, eben. Es ist die Krise. Das neue Griechenland geht es nicht gut. Ne? Nicht wie in der Zeit der Mythologie. Das geht schlecht. Aber die beiden sind wie auf dem Flucht. Aber der Künstler, der ein Liebe hat, genauso wie bei Arcadie, ein Liebe hat für diese alte Griechenland und diese alte Kultur, der lässt sich trotzdem in diese Ruine nieder, ne, oder installieren, ne, und mit seiner Auskerz. Genau, ne? Der scheint sich auch wohl und, zu fühlen. Ne? Und hier auf dem Stein steht, der Weg geht zu dem Freiheit, Liberté. Hammer. Das ist so schön. So. Genau.